Das ist die Vespa Cosa. 1995er Jahrgang. Ja, 2 Jahre auch schon Oldtimer. Die wurde als Nachfolger von der klassischen Vespa gebaut. Leider mit sehr viel billigem Plastik. Sie ist eine Viergänger-Vespa. Ja, mit ein bisschen schon modifizierten Armaturen. Was hat die an Kilometer drauf? 891 Kilometer oder 8000? Ich denke, 8914, so ist es ja. Ja, die Vespa Cosa. Noch nicht so ein beliebter Oldtimer. Weil sie ist halt schon ziemlich plastikverschallt. Aber bequem zu fahren. Hat auch noch den richtigen Vespa-Sound. Ist eine 130 Kubik, gab es selten. Normalerweise waren die 125.